Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, Leute, wir kümmern uns heute um, ihr kennt es wieder an der Kopfplatte, weil da ein Stimmgerät dran war, um eine Konzertgitarre, und zwar um eine Konzertgitarre ohne jegliche Elektronik. Und diesmal eine relativ kleine, ein sehr kleines Instrument. Es geht heute um die Höfner HS513. Die Höfner 513, HS 513, ist eine Jugendgitarre, ja. Höfner gibt an, dass hier die Spieler von 9 bis 12 Jahre alt sein sollen. Das ist ein sehr, sehr kleines Instrument. Das könnt ihr jetzt hier erkennen, ne? Also wir haben auch hier, Moment mal, hier können wir es sehen, hier haben wir eine normale, ne? Und hier haben wir dann die Höfner, das ist eine Hanika, und die sind schon von der Größe her, sind die was unterschiedlich, ne? Also so könnt ihr das ganz deutlich erkennen. Die ist eine Nummer kleiner als eine normale Konzertgitarre. Und das ist eben ziemlich cool für Leute, die gerade einsteigen, vor allem Kids, ne? Also für Kinder, was habe ich gerade gesagt? 8 bis 12 Jahre, sagen sie. 8 bis 12 Jahre, da, die haben noch nicht so große Hände, da ist alles noch so ein bisschen kleiner, und diese Gitarre passt sich eben dem Spieler an, dem jüngeren, dem kleineren Spieler. Aber was wir hier sagen müssen, ist, wir brauchen hier nicht auf Qualität von großen Gitarren zu verzichten. Nein, absolut nicht. Wir haben, obwohl es sich hier um eine kleinere Größe handelt, eine massive Fichtendecke. Massiv. Das darf man nicht unterschätzen. Das macht schon mal sehr, sehr viel aus. Normalerweise war hier ein Aufkleber drauf. Dann erkennst du bei Höfner Gitarren, dass es sich um eine massive Decke handelt. Also massive Fichtendecke, Boden und Zargen aus Mahagoni. Dann allerdings laminiert. Ne, das erkennst du. Mahagoni ist relativ rötlich. Und hier vorne haben wir dann das helle Fichtenholz. Aus welchem Material hier der Steg ist, kann ich euch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, dass sich das Griffbrett aus Palisander hier dran geschmiegt hat. Ja, genauso der Hals ist aus Mahagoni, und wir haben hier auf dem Griffbrett Punkte an den Bünden 5, 7 und 9, die zur Orientierung des Spielers dienen. Wir haben hier auch ein ganz kleines, zartes Binding rum. Wir haben eine schön designte Rosette, und wir haben auch noch ein schwarzes, einfaches Binding hier um an den Übergang zwischen Boden und Zargen. Hier im Hals können wir noch einen ganz kleinen Streifen erkennen, das ist also ein kleiner farblicher Unterschied. Ansonsten haben wir eine ganz normale Standard-Konzertgitarren-Kopfplatte. Mein Aufnahmegerät fällt hier runter. Also eine ganz normale Standard-Konzertgitarren-Kopfplatte und natürlich auch normale Konzertgitarren-Mechaniken. Der Übergang des Halses zum Korpus ist hier am 12. Bund. Die Sattelbreite hier oben beträgt 45 mm und wir haben eine 62 cm lange Mensur, also ein bisschen kleiner als die üblichen 65 cm, die wir bei einer vollen Größe haben. Ja, die Höfner HS 513. Ein extrem schön gut verarbeitetes Instrument für Gitarrenneulinge. Ne? Also für Kids, die gerade anfangen wollen zu starten, ist das auf jeden Fall eine richtig gute Wahl. Weil man darf nicht, vielleicht bist du Vater, vielleicht bist du Mutter und guckst dir gerade dieses Video an und überlegst dir so, was für eine Klampfe könnte ich meinem Kind überhaupt holen? Und das ist erstmal so ein genereller Tipp. Die Qualität einer Gitarre fängt schon bei der Auswahl des Holzes an. Ja? Und wenn eine Gitarre eine massive Fichtendecke hat, also eine massive Decke, das kannst du erstmal so, das ist also echtes Holz, kein Pressspan oder sowas, ne? Das ist Massivholz, und dann das macht schon mal viel mehr Klang. Ja? Also das gibt einen volleren Klang, einen schöneren Klang. Und das haben wir hier. Das ist
etwas, was bei großen Gitarren ja, quasi Standard geworden ist, dass wir massive Hölzer zumindest auf der Decke haben. Hinten, Seiten und Boden, daran wird es dann teuer. Ne? Also wenn wir eine vollmassive Gitarre haben, dann wird es halt schon, dann kostet es Geld. Aber der Grundbaustein für eine schöne, ordentliche Gitarre ist erstmal die Auswahl des richtigen Holzes. Und dann sollte man zumindest bei einer Decke darauf achten, dass es sich um Massivholz handelt. Und das haben wir hier. Ne? Mahagoni haben wir am Boden und an den Seiten. Das sorgt für einen ausgewogenen Klang. Mahagoni haben wir auch am Hals. Alles in allem echt eine coole Klampe, um zu starten. Und vor allem ist das echt ein richtig gutes Instrument. Das ist ordentlich verarbeitet. Wenn ich mir überlege, wie die Kids heutzutage anfangen, Gitarre zu spielen. Vor 15 Jahren habe ich meine erste Klampe gehabt. Da hatten wir sowas nicht. Also ich habe auf Gitarren gespielt, habe ich mir die Finger blutig gespielt. Ne? Also wirklich mit Blut. So. Und hier hast du echt ein sauberes Instrument, ordentlich verarbeitet, keine Bünde. Die Bünde sind glatt. Ne? Also hier hast du nichts, was irgendwie dem kleinen Junior am Spielen hindert oder so. Alles in allem echt ein tolles Instrument. Du hast natürlich keinerlei Elektronik drin. Ne? Also wenn du da jetzt irgendwie die Gitarre stimmen möchtest, musst du das halt auch so machen wie ich hier über ein Stimmgerät, zum Beispiel an der Kopfplatte. Aber die gibt es für ein paar Euro. Und dann kann der Junior auf jeden Fall schon mal ordentlich starten. Und das ist echt super. Also eine Startgitarre mit massiver Fichtendecke ist schon geil. Schon geil. So. Ich packe das hier mal kurz weg, dann kann ich euch nämlich mal kurz mein Exemplar nochmal hier ein bisschen besser zeigen. Also es geht jetzt hier um mein Exemplar, ne? Die habe ich auch gebraucht geholt, einfach auch um sie euch zu zeigen. Wir haben hier so ein paar kleine Stellen drin, ne? Hier sind auch ein paar kleine Macken drin, aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten, was in keinster Weise den Klang hindert. Hier sind auch nur so ein paar Stellen an der Zarge, ich weiß nicht, ob man das denkt. Ach, das ist alles wirklich Pillepalle. Hinten ist gar nichts, wirklich top in Ordnung. Und was ich euch damit sagen möchte, ist, so eine Gitarre könnt ihr euch auch problemlos gebraucht holen. Ne? Das muss nicht immer neu sein, gerade wenn die Kleinen anfangen wollen zu spielen. Da weiß man auch nicht, wie ist das Durchhaltevermögen von den Kids. Ne? Und da kann man sowas auf jeden Fall für einen kleinen Taler, eBay Kleinanzeigen, kriegt man es auf jeden Fall günstig gebraucht. Und die sind dann auch in Ordnung. Also in der Regel. Man muss natürlich gucken, gerade auch wenn die Kinder gespielt haben, ne, dann kann es schon mal sein, dass die etwas gröber damit umgegangen sind. Aber in meinem Fall habe ich echt Glück gehabt. Und wenn ihr darauf achtet, dass da keine Brüche sind oder ähnliches, dann könnt ihr eigentlich sowas schon mal bedenkenlos holen. Gut, dann sind wir jetzt durch hier mit der Höfner HS 513. Eine kleine Gitarre für Kids von 8 bis 12 Jahre? Warte, von 8 bis 12 Jahre. Ganz genau. Kürzere Mensur, kleinerer Hals, schön zu bespielen, massive Fichtendecke, ganz wichtig, Korpus hinten aus Mahagoni für einen ausgewogenen Klang. Gut, dann war's das dann jetzt hier. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Haut rein, abgehen, ciao.